Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück in unserer ganz persönlichen Hölle mit den Höllenstaubsaugern. Selbstfahrende Höllenstaubsauger natürlich. Und ich hoffe mal, dass wir diesmal durchkommen. Die Fallen nehmen wir noch hier mit, beziehungsweise zwei Dinger. Ja, und dann müssen wir gleich gucken, wie wir es machen, ne? Muss ich vielleicht gleich ein bisschen mutiger durchlaufen oder so? So. Als erstes holen wir uns auf jeden Fall wieder die komische Lady. Die Lady. Okay, die fahren los und ich renne los. Oder? Dann mach ich. Wow. Hopp, nimm. Geht doch. Ja, pass auf. So, jetzt muss ich nur ein bisschen aufpassen. Der geht da runter. Hier geht es gar nicht weiter. Da ist ja sensationell. Hier ist das Feuer. Okay, wir müssen da auf der Seite. Ja. Und bitte schön in dem Moment, wie das Feuer aus ist. Ja. Das jetzt wieder kommt. Ich denke danach, es sind die Stachelfallen. Bleib unten. Da hinten ging es nicht weiter, ne? Hier, das ist das. Mit der Falle. So. Hey. Was ist passiert? Irgendwas hat gebrannt. Abfackeln. Da ist eine Falle gewesen. Ich dachte, das wäre hier dieses Ding, was wir gerade entschärft haben. Da war aber gerade noch eine Falle um die Ecke rum. Ja, das habe ich gesehen, aber da waren wir ja nicht drin. Ich weiß nicht. Ach, das ist doch doof jetzt. Was soll denn der Müll? Du bist zu gut da durchgekommen. Das Spiel rächt sich. Ach, das war wahrscheinlich hier die Falle, die wir gerade entschärft haben, war vielleicht dieses Sprengding, was da angegangen ist. Ja, das kann sein. Nochmal das Spielchen. Wir schaffen das heute noch. Mhm. Ich habe mir das ganz fest vorgenommen, dass wir in diesem Part jetzt hier zumindest durch diese Höllenküche durchkommen. Wir sprechen uns in zwei Parts weiter. Du hast ja ein Vertrauen, ey. So, nochmal das ganze Spielchen. Naja. Das war noch eine Säurefalle. Wo war denn da eine Säurefalle? Wenn ich neben dem einen herauskam. Okay. So, das haben wir. Dann müssen wir hier durch. Richtig? Richtig. Falle. Ja, die Falle entschärfen wir. Jetzt brutzelt der noch bestimmt nochmal, was? Hab ich mir beinahe gedacht. Durch. Hier das Ding entschärfen. Sehr schön, haben wir das auch. Oh. Was macht der denn da? Der hängt fest an der Leiche. Oh, aber nicht an mir. Boah. Wow. Kann ich jetzt? Geh mich hier entschärfen. Mhm. So, haben wir das auch schon mal weg. Mhm. Hier kommen wir aber nicht weiter. Ist ein bisschen doof. Jetzt kommt auch das Ding. Den kann ich aber von hier aus jetzt abfackeln. Hier durch. Scheiße! So ein Kackmist! Da ist noch eine Falle, da renne ich jetzt aber nicht extra hin, oder liegt da irgendwas? Was macht der da? Boah, jetzt kommt er zurück! Hau ab, Mann! Aus der Wand kommen noch Stacheln raus. Da habe ich jetzt auch gesehen. Bleibt der jetzt? Oh! Der macht es dir jetzt da schwer. Wenn du da reinfährt, du nicht. Du Scheiße, wie komme ich denn da durch, ohne dass die Stacheln nicht weg... habe ich nicht gesagt. Warte mal. Wir müssen da doch irgendwie durchkommen. Ja, verzieh dich. Ja, das ist gut, in die Richtung darfst du. So, jetzt lösen die aus und wenn die wieder zurückgehen, kommst du da durch. Pass auf. Entschärfen. Sehr schön. Wenn das Feuer aus ist. Schnell durch. Nein, natürlich. Fängt das jetzt. Ja, nee, ist klar. Oh Gott. Hau doch ab. Ja, ist ja gut. Mann, ey. Darf ich jetzt? Da ist die Säurefalle, nicht? Ja, jetzt sehe ich sie auch. Da ist noch was drin, weil der haut dahin ab. Das ist schon mal gut.
Hier ist soweit nichts mehr. Okay. Schnell zur Falle. Komm schon. Mach, bevor das Ding uns erwischt. Sieh zu! Bitte, was? Lauf durch, lauf durch, lauf durch. Geht doch. Wir sind lebend noch. Warte mal, geht's in eine andere Richtung auch noch? Dann geht's auch noch lang. Mhm. Ich laufe erst rechts. Gott sei Dank, die Tür ist zu. Oh, herrlich. Klappe ist eine. Ich wollte gerade losrennen. Ja, dann nicht. Aber hier ist doch keiner. Okay, da ist nichts drin. Da haben wir auch nirgendwo was. Glibber. Patronen. Noch mehr Patronen. Spritze! Ja! Oh, die Rettung. Unsere Rettung. Oh, Gott sei Dank. Ich fühle mich wieder etwas sicherer. Okay, viel Schaden haben die jetzt nicht gemacht. Na. Aber es war schon sehr, sehr ätzend, die Stelle. So, wir laufen jetzt mal ein Stückchen so. Mit Waffe fühle ich mich dann doch ein bisschen sicherer. Na, pass auf wegen Fallen. Ja. Deswegen schleiche ich jetzt wieder. Was ist das? Ist das wieder ein Gefangener oder ist das einer der... Nee, das ist ein Gefangener. Okay. In die Richtung ist doch Josef abgehauen, oder nicht? Mhm. Ach du Scheiße, da liegt schon was rum. Da liegt schon was rum. Jetzt kommt unser Freund. Ja, super. Du schon wieder? Wow. Wo ist er? Mitnehmen. Weiter geht's. Ich guck mich hier erstmal um. Das ist, der kommt bestimmt wieder, wenn wir ihn töten. Aber was müssen wir hier machen? Das ist eine gute Frage. Da ist Glibber. Ich hab den genau gesehen. Wo ist er? Da ist er. Direkt hinter dir. Der baut Fallen auf. Okay, die Falle ist schon mal weg. Nachladen, Glibber mitnehmen und weg. Wo müssen wir denn hin? Aua! Lass das! Hätte man ein bisschen umbringen müssen. Oder müssen wir warten, bis der Aufzug wiederkommt? Oh! Oder du musst den Aufzug gleich mal... Nein, was ist das denn? Wo kam die denn jetzt weg? Jetzt bin ich tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ach, das ist doch scheiße. Wo kam die denn jetzt weg? Wieso stehe ich eigentlich in den... Wieso stehe ich in den in Fleisch drin? Ich bin nicht mal in der Nähe vom Fleisch gewesen. Ach, ist das ein Kack, ey. Hattest du einen Kontrollpunkt, dass du nur aus dem Raum raus warst? Hoppala. Ich weiß es nicht. Schmeiß doch deine Nüsse einfach weg. Bäh. Ja. Na, super. Ja, klappt ja. Nimm doch einfach mal das Zeus mit. Das auch. Da lag noch irgendwas. Ich hab's genau gesehen. So, die ist weg. Halt die aber ordentlich, ne? Ja, das ist ein Arsch. So, wo war hier jetzt noch das Zeus? Da. Und da. Ja, diesmal nicht. Da stand, glaube ich, auch noch Glibber. In der Kiste. Hier müssen wir rein. Da kommen wir aber nicht rein. Wo war der Glibber? Irgendwo hat er wieder Fallen verstanden. Teilt! Okay, die sollten uns nicht erwischen. Wow. Ah, der, ist der da jetzt reingerannt? Das war falsch, glaub. Hallo. Wow. Ich muss ja weg.
Da. Wo ist er? Uah! Na, hat er mich doch noch erwischt, der Saubeutel, der Blöde. Ist das jetzt hier endlich mal auf hier, die Tür? Nein, natürlich nicht. Boah! So, Glibber mitnehmen. Mach doch die Tür auf! Das nicht. Du kannst ja nicht mehr Knöpfe drücken. Mann, lass doch mal das Licht an. Mein Gott, mach doch mal einer die Tür da auf. Das kann man ja nicht mehr am Kopf haben. Der kommt schon wieder. Die geht einfach nicht auf, du. Vielleicht muss ich den doch töten. Nachladen. Was? Oh, geht aus dem Menü raus. Ist er tot? Warum stirbt der denn nicht? Ja, danke schön. Ey, leck mich doch am Arsch. Ja, was ist das denn? Ey. Ist er jetzt schon wieder? Das gibt's überhaupt. Ich kann machen, was ich will. Ey, wie viel Schuss verträgt der Schweinehund denn? Und was? Nein, bei sowas kann ich nicht ruhig bleiben. Millionen Schuss. Okay, haben wir die falsche Waffe? Was hast du denn im letzten Mal kaputt gemacht? Mit Granaten. Aber das ist doch Quatsch. Wir haben doch... Ah, ist doch zum Heulen. Ich bin am Überlegen, ob ich die Magnum mal nehmen soll. Hm. Ich probiere das jetzt mit der, weil anderes wüsste ich jetzt nicht. Haben wir die auch da... Was haben wir da drin? Die Frostbolzen, bitte. Ja, komm noch. Ja, ja, ja. Und? Ich hau Gott sei Dank nicht drin fest. Dankeschön. Ey, was ist das denn? Der ist nicht mal eingefroren. Ja, weil es auch die falschen Bolzen waren. Ich kriege einen Anfall hier in dem Spiel. Ja, hau mich doch. Bitte was? Ein Schuss mit der Magnum und der Elfblatt. Wo ist er wieder? Was ist das denn? Ach, jetzt verarscht er mich aber nach Strich und Faden, oder? Das war doch gerade nicht so. Sehr schön. Ja. Ab und zu mal treffen soll helfen. Ach, jetzt ist auf? Ja, jetzt hole ich mir jetzt Munition. Und den Glibber. Ja, ja, ich komme her. Ich bin ja unterwegs. Ich bin ja da. Komm her. Geh rein da. Heilige Scheiße. Mhm. Ja, das war einfach. Man muss halt erstmal nur... Also wir müssen den bekämpfen, damit das Ding aufgeht. Oh. Fuck. Jetzt steckst du fest.
Mein Gott, Walter. Du musst mich immer so stressen. Mann. Ich habe im Moment aber auch Probleme mit dem Licht. Ich sollte Kidman finden. Hat er gerade gesagt, ich sollte jetzt Kidman finden? Ja. Und was mit Joseph? Wir haben doch Joseph verfolgt. Was will er denn jetzt mit Kidman? Ja, die muss er ja auch finden. Boah, der macht mich wahnsinnig, der Typ. Mann. Aber ich bin froh, dass wir den Kastenkopf jetzt schon mal wieder besiegt haben. Da liegt noch Werkzeug auf dem Tisch. Ja, habe ich gerade schon von der anderen Seite gesehen. Stand da noch was? Sah gerade so aus, als ob da irgendwas geblitzt hat zum Aufheben. Ah, guck mal an. Oh. Hallo, du kleines, süßes Wesen. Und wie komme ich da jetzt ran? Ah. Mann. Das heißt für uns hier lang. Wir haben zum Glück einen Checkpoint. Da bin ich schon mal ganz froh drüber. Wo kommen wir jetzt hin? Ja, vom Regen in die Traufe, wa? Wahrscheinlich. Hier ist alles zu. Der ist auch versperrt. Das ist versperrt. Also gibt es anscheinend nur den Weg hier. Was ist das denn? Hier scheint's gut zu gehen. Was hat sie nur vor? Hat ja den Bekloppten dabei. Die hat den Bekloppten dabei. Du bist ja nett. Das nennt sich gehandicapt. Ich kann jetzt nicht auf den Namen. Chris? Nein, nicht Chris, ne? Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie er hieß. Siehst du? Aber ich sag wenigstens gehandicapt und nicht bekloppt wie du. Hättest du auch gesagt. Nein, würde ich nie tun. Nein. Ich bin ein Lieber. Lieber immer gerne. Guck mal, wir haben jetzt schon wieder 10.000. Wie krass ist das denn? Mann. Die Spiel. Mach doch mal Krach. Dieses fürchterliche Spiel. Da geht's lang. Ja. Okay, da ist zu. Da ist nur noch eine Kiste und da ist auch zu. Nochmal Glibber. Ja, dann gibt's noch den Weg da hinten. Das ist gerade verdammt ruhig hier. Ja. Das möchte mir nicht so gut gefallen. Deswegen musst du jetzt auch Krach machen. Ja, was soll ich denn machen? Anders geht's ja nicht. Auf jeden Fall nicht Dosen schießen. Ist da einer? Ne, ist ein Mülleimer, ne? Ja, ein Container. Na gut. Na, dann weiß ich ja schon, wo es weitergeht, wa? Einmal hier durch. Ja, dann. Kann Leslie nach Hause? Mit dem Zug bis nach Hause? Nein, Leslie. Heute nicht. Du beschützt du mich? Ja, das ist mein Job. Gut. Wenn ich nach Hause komme, werden sie sich wundern. Es ist nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Halt! Du verstehst nicht. Du weißt nicht, was aus ihm wird. Oh doch. Ich hab's gesehen. Du verstehst nicht, was Ruvik eigentlich will. Dann sag's mir. Was will er denn? Er will Leslie. Dann geht es um sein kleines Forschungsprojekt. Verarsch mich nicht. Ich habe einen Auftrag. Er darf den Jungen nicht bekommen. Leslie ist der Einzige, den er... Verdammt! Nein!
Ach du Scheiße. Okay. Aber wir haben Kapitel 13 überlebt. Juhu! Ja, dann würde ich sagen, liebe Freunde, ist es das auch für heute gewesen mit diesem Part. Wir hoffen natürlich, dass ihr wie immer bis hierhin Spaß hattet und schaltet doch einfach morgen zum nächsten Part von The Evil Within wieder ein. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Ich bin der Crazy Bane. Und ich Lady Angel. Wir sind für heute raus. Ciao.